Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecto Wolle. Ich möchte heute mit euch gerne kurz, beziehungsweise eine kurze Zusammenfassung machen über das Thema, das ich im letzten Livestream hatte, nämlich die Operation Prinzenrolle, glaube ich, war das. Und dann natürlich noch mit, also versus halt einfach auch noch dem Ares-Statement. Was gibt es, also beziehungsweise wie da so die Kurzfassung so ungefähr ist. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, ich habe relativ häufig da auch immer wieder gesagt, weil ich die Themen ja beide ja wirklich auch durchgelesen, sich überflogen, würde ich einfach mal sagen. Und da habe ich aber beiden ja auch sehr, sehr schnell einfach gesagt, oh, guck mal, da ist ein Front. Jetzt mal eben kurz die Klärung, was ist denn ein Front oder beziehungsweise was sage ich auch damit für jeden, der mich irgendwie nicht so ganz versteht. Also, kleines Beispiel. Nehmen wir an, zwei Junge, also Jugendsprache kommt da, dieses Front übrigens. Sagen wir einfach mal, zwei Kumpels treffen sich so ungefähr und der eine guckt dem anderen auf die Schuhe und sagt, hey, Mann, deine Schuhe sehen voll scheiße aus, aber hey, no front. Dann möchte er damit sagen, hey, ich mag deine Schuhe nicht, aber nichts gegen dich. Also ein Front ist halt, was gegen jemand anderen zu schießen, so halt ungefähr beleidigen oder wie ihr das immer wieder nennt. Und was natürlich in diesen beiden Themen hier natürlich auch immer mal wieder gab, so. Dass halt irgendjemand gegen den anderen halt einfach geschossen hat. Nun habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Das ist natürlich auch mal wieder eine wichtige Frage. Warum schießt jemand gegen jemand anderen? Und ich könnte jetzt natürlich irgendwie sagen, hau mal eben kurz den Psychologen in mir raus oder sowas oder den Hobbypsychologen. Aber das macht ja auch nicht wirklich Sinn. Deswegen habe ich das einfach mal gegoogelt. Mal guckt, was so, was so im Internet darüber steht, beziehungsweise was auch die meisten Gründe sind, warum Menschen von anderen Menschen einfach mal so beleidigt werden. Gut. Da ist als erstes das Machtgefühl. Wer andere beleidigt, setzt diese herab und stellt sich besser dar. Manche Menschen benötigen dieses Machtgefühl. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum beleidigt wird. Oder warum beleidigt wird im Forum oder sowas. Dann zum Beispiel auch noch ein wichtiger, also einer von den Gründen, die sehr, sehr häufig sind. Dann noch ein anderer Grund ist zum Beispiel Minderwertigkeitskomplexe. Dabei steckt hinter einem beleidigenden Verhalten meistens ein Problem mit sich selbst. Angreifer fühlen sich minderwertig, haben angeknackstes Selbstbewusstsein. Das kann zum Beispiel auch sein. Dann gibt es auch noch das Thema Neid. Ein Mensch hat etwas erreicht, wo bei einem anderen Menschen Neid ausgelöst wird. Dieser Mensch ist dann natürlich neidisch und beleidigt deswegen den anderen Menschen aus Neid. Aber ich glaube, das brauche ich hier manchmal auch nicht wirklich viel erklären. Ich meine, die Leute hier, die so ungefähr zugucken, die wissen auch, okay, was zum Beispiel auch Neid ist. Gut, die wissen auch, was Missgunst ist oder was zum Beispiel auch irgendwas anderes. Ich erkläre es aber auch gerne nochmal. Dann gibt es zum Beispiel auch Beleidigungen, die zum Beispiel durch Ärger herauskommen. Also wenn zum Beispiel einige Menschen sind sehr impulsiv, dass sie sich bei etwas ärgern und so richtig wütend sind und dann können sie ihre Zunge bezüglich ihre kleinen Fingerchen und ihre großen Fingerchen einfach nicht unter Kontrolle halten und dann bam, 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 hauen die auf die Tasten drauf, sind direkt wütend und hauen direkt da so ungefähr raus. Bam! Deine Haare riechen nach Bratfett oder irgendwie sowas in der Art oder vielleicht was nicht so nett ist. Und natürlich als letztes gibt es zum Beispiel auch Mobbing, dass zum Beispiel eine ganze Gruppe zum Beispiel auch auf einzelne Leute geht. Zum Beispiel jemand nur auf eine Person geht und nicht zum Beispiel auf die ganze Allianz, könnte das auch schon eine Art Mobbing haben. Aber das wäre jetzt alles ein bisschen sehr tiefgründiger. Aber ich will jetzt auch nicht so harsch darauf eingehen, weil das wird alles viel zu komplex. Okay, das habe ich auf jeden Fall im Internet gefunden. Könnt ihr gerne Zeit überall nachgucken. Gebt ihr auf Google ein. Warum beleidigen andere Menschen? Da gibt es so viele Themen und so viel dazu. Aber es ist sowas. Die Hauptgründe habe ich gerade eben genannt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Gründe, warum Menschen andere Menschen beleidigen, manchmal auch nur aus Langeweile. Es gibt auch Menschen, die haben einfach Bock da drauf, die wollen dann einfach nur trollen. So viele Gründe halt einfach so. So, aber meine Zusammenfassung bzw. mein Fazit ist dazu, dass ich sowas halt scheiße finde. Also ich finde es halt kacke so ungefähr. Wenn die sich halt wirklich halt, ich meine, die haben dann ein Statement bezüglich, die sagen halt beide so ungefähr darüber, wie läuft es bei denen im Krieg, aber dann musst du doch nicht den anderen, den Gegner deswegen in irgendeiner Art und Weise beleidigen. Egal aus welchem Grund es ist. Ob es Minderwertigkeitskomplexe sind, ob es ein Machtgefühl ist, also ich fühle mich da nicht stark, ob du neidisch bist auf den anderen, ob du ärgerlich bist oder ob du ihn einfach mobben willst oder ob du ihn einfach trollen willst. Das ist doch wurscht. Warum, weshalb, wieso, aber ich find's trotzdem scheiße. Und auch wenn du Grund hast, der einfach lustig ist, weil du sagst, hey, ich bring andere Leute mit zum Lachen, es ist einfach lustig, yay, Beleidigung, uhu, dann ist es trotzdem irgendwie scheiße. Daher würde ich halt einfach, also wäre mein Tipp zum Beispiel dafür, halt einfach nicht zu beleidigen. Einfach nur zu sagen, okay, meine Wahrheit ist eine andere wie deine Wahrheit. Und wenn wir jetzt natürlich auch mal hingucken, hat jetzt einer von den beiden gewonnen? Oder wenn zum Beispiel die Frage aufkommt, hey Ecto, was schätzt du denn, wer von beiden gewonnen hat oder wer von beiden die Wahrheit sagt oder sowas? Ich würde einfach mal sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit. Und das bedeutet, die Ares haben ihre Wahrheit, die Rambos haben ihre andere Wahrheit. Punkt. Das darf sich natürlich jeder Leser selbst entscheiden. Sagt er vielleicht eher so, okay, boah, die Rambos haben recht, dann hat in deinem Sicht halt die Rambos recht. Wenn du natürlich sagst, nee, die Rambos liegen falsch und die Ares hat recht, ja, dann hat in deinem Fall natürlich die Ares recht. Weil jeder hat seine eigene
Meinung bezieht auch seine eigene Wahrheit und die darf er natürlich auch gerne haben. Ich gucke natürlich so ein bisschen das Drama an und denke so, ja, okay, ja. Im Ende wird sie dann auch mal zeigen. Also meine Vermutung wird einfach, dass sie das so ungefähr irgendwann in den Sand verlaufen wird und dass da nichts Grobes mehr bei passieren wird. So. Also dass halt irgendwann vielleicht irgendjemand sagen, okay, ja komm, lass doch irgendwo aufhören, so im stillen Kämmerchen, dann wird einfach gut sein. So. Kann natürlich auch sein, dass irgendjemand einfach sagt, okay, ich habe Bock mehr, oder ich habe keine Lust mehr, ich setze jetzt einfach neutral und dann wird es halt auch so ungefähr gewesen sein. Wer das von beiden wirklich sein wird oder was da wirklich passieren wird, man weiß es immer in GGE nicht. Aber kann zum Beispiel manchmal sein, dass sich irgendjemand in einer Allianz zerstreitet, dann geht die Allianz irgendwie aus irgendeiner Art und Weise auseinander oder so. Und dann war es das ungefähr auch. Also, das kann natürlich alles durchaus auch passieren. Daher, yay, Juppai die halt da so ungefähr. Also, Aber ich würde halt einfach im Groben und Ganzen einfach sagen, hört doch einfach auf, die anderen Leute einfach zu beleidigen. So. Genügend andere Gründe, wie ihr halt normal kommunizieren könnt. Und ich finde diese ganzen Beleidigungen halt einfach nur kacke. So. Ich meine, was bringt das denn wirklich, dass ihr jemand anderen beleidigt und einfach sagt, hey, ihr seid eine keine Ahnung was. Bezüglich Hallo, Front und danach irgendwas anderes. Wieso kann man nicht einfach schreiben, Hallo, ich sehe das anders, weil das dies und jenes. Und nicht Hallo, ihr seid und danach erst irgendein Text, wo man sich denkt, ja, den Front dazwischen hättest du dir sparen können. Der war ja einfach nur nichts sagen, so. Auch wenn du gerade ärgerlich Machtgefühl haben möchtest, Minderwertigkeitskomplex hast, neidisch oder einfach nur bomben willst. Auch dann finde ich das irgendwie unnütz. Ja. Das ist so meine Meinung dazu. Das ist auch circa so die Zusammenfassung. Also ich meine, größer braucht man doch gar nicht aufs Thema wirklich darauf eingehen. Wer recht hat, wer nicht recht hat, das ist alles eine Ansichtssache so ungefähr. Und sich da wirklich halt irgendwie reinzustürzen und sagen, der hat recht oder der hat recht. Das macht einen, glaube ich, nur Kopfschmerzen. Von daher gar nicht erst damit beschäftigen oder so. Würde ich halt einfach sagen. Vielleicht sich manchmal das Drama angucken und denke, ah, okay. Aber ich würde auf jeden Fall auch nicht wirklich empfehlen, einen Kommentar zu schreiben. Das kann auch echt nach hinten losgehen, so. Ich mir denke, die Leute sind dann manchmal auch so aufgeladen. Da denke ich mir so, ich war schon manchmal am Überlegen, ob ich da einen Kommentar hinschreibe oder so. Aber hab's dann doch nicht getan. Und übrigens deswegen auch meine Meinung, dass ich finde, dass ich es schade finde, dass die Ares jetzt was dazu gesagt hat. Weil vorher war es halt so, es gab halt immer so Sticheleien, beziehungsweise immer so Fronts gegen die Ares. Aus vielen genannten Gründen, die ich jetzt nochmal wieder wiederholen könnte, mache ich mal einfach mal nicht. Und da hat die Ares einfach gesagt, nee, sagen dazu nicht. Und das beweist ja auch eine gewisse Stärke, wenn du einfach mal nichts irgendwas dazu sagst, obwohl dir einige Sachen wirklich an den Kopf geknallt werden. Aus verschiedenen Gründen. Es kann auch nur natürlich auch sein, einfach nur auch um zu provozieren, kannst du natürlich auch beleidigen bezüglich. Aber das habe ich jetzt nicht auf meiner Liste draufstehen. Das war nicht unter den Top 5 so ungefähr. Wie gesagt, googelt es einfach selber nach, dann muss ich euch keine Quelle jetzt auch sowas zeigen. Stehen aber auch genügend Sachen drin, warum Menschen andere Menschen beleidigen. Also kann man sich auch manchmal auch so ein bisschen selbst so halt rausreimen oder halt nachdenken. Und ich finde, Menschen beleidigen halt auch im Forum halt einfach scheiße. Gut, das war's von mir auf jeden Fall zu diesem wunderschönen Thema. Übrigens ist hier eine Primetime. Yay, 200%. Bam, bam, bam. Gar nicht mal gönnen gerade. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, die ganzen anderen Dings auch einfach auch tun. Schreibt auf jeden Fall auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, sagt ihr, der Ecto Wolle. Tschüss!